Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal am Beispiel dieses Bluetooth-Scanners hier, den ich euch im letzten Video vorgestellt habe, könnt ihr euch hier oben nochmal ansehen, zeigen, wie ihr verschiedenste Smart Home-Geräte als Auslöser für Alexa-Routinen verwenden könnt. Im Fall von Shellys habe ich euch das ja schon gezeigt in einem separaten Video, könnt ihr auch hier ansehen, denn bei Shellys ist diese Funktion ja bereits in der App integriert. Aber auch viele andere Smart Home-Geräte können das, wenn man weiß, wie es geht. Gleich noch vorweg, bitte, wenn ihr das Video anschaut, schaltet dabei euren Echo auf Stumm, damit er nicht jedes Mal losgeht, wenn ich den Namen Alexa sage. Prinzipiell muss man wissen, dass Alexa nur bestimmte Geräte als Auslöser für Routinen zulässt. In der Regel sind das Sensoren, also zum Beispiel ein Fenstersensor oder Türsensor oder ein Bewegungsmelder, aber auch bestimmte Türklingeln, vor allem weil Amazon selbst mit der Ring Doorbell ja eine Sprechanlage vertreibt, die natürlich dann auch bei Alexa erkannt werden soll. Shelly bedient sich im Übrigen auch genau dieses Tricks, indem Alexa einfach vorgemacht wird, das geschaltete Gerät wäre eine Türklingel, obwohl es zum Beispiel ein Relais ist. Okay, was brauchen wir dazu? Wie bei Alexa üblich brauchen wir natürlich zunächst mal ein Skill und wir brauchen ein Transportweg, der den Befehl von unserem Smart Home Gerät einen Skill weitergibt. Am besten dafür geeignet, weil am einfachsten von jedem umzusetzen, ist ein Webhook von IFTTT. Ich weiß, ihr jetzt die Nase rümpft, weil ihr gehört habt, dass IFTTT jetzt Geld kostet. Keine Sorge, bis zu 3 Anwendungen sind ja nach wie vor kostenlos und wir brauchen nur 2. Eine für an, eine für aus oder im Fall der Anwesenheitserkennung mit unserem Scanner eine für anwesend und eine für abwesend. Kostet euch also nach wie vor nichts. Also wenn euch das interessiert, bleibt dran, ich zeige euch das jetzt Schritt für Schritt. Also fangen wir mal mit dem Skill an. Ihr öffnet die Alexa-App und geht dort zu Skills und Spiele und sucht dort oben rechts über die Lupe nach dem Skill IFTTT Trigger. Das ist dieser hier. Den müsst ihr dann installieren bzw. zur Verwendung aktivieren. Und jetzt werdet ihr aufgefordert, euch quasi mit eurem Alexa-Account einzuloggen bzw. mit eurem Amazon-Account. Das heißt, ihr müsst euch nirgendwo neu registrieren, sondern könnt die Daten verwenden, die ihr als Amazon- oder als Alexa-Besitzer ja sowieso schon habt. Ich mache das hier gerade mal. Ich kann das hier schön mit Face ID machen, das heißt, ich brauche das nicht zu verpixeln. Als nächstes gebt ihr eure Region ein, natürlich bei mir jetzt hier Europa. Und zum Schluss kann ich noch auswählen, ob ich die Version mit den 3 freien Triggern nutzen möchte oder ob ich $5 ausgeben möchte für unlimitiert. Für uns genügt natürlich die freie Version, das heißt, kostet uns nichts. Bestätigen das mit Next. Und dann wird der Skill automatisch mit eurem Konto verknüpft. Und wenn ihr hier auf Schließen klickt, könnt ihr als nächstes die Geräte erkennen lassen. Das dauert jetzt einen Moment. Nach Abschluss der Suche habt ihr gesehen, dass 3 neue Geräte gefunden wurden. Wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, es gibt hier 3 neue Smart Home Geräte namens Trigger 1 bis 3 und die können wir dann verwenden. Also jetzt können wir gleich uns die Routine anlegen, indem ich hier einfach wieder auf Routinen gehe, oben rechts mit dem Pluszeichen, wenn folgendes passiert, Smart Home, hier stehen dann unsere Trigger drin als Geräte, die wir auswählen können. Ich nehme jetzt einfach mal den Trigger 1, speichere das und kann jetzt auswählen, was passieren soll. Also nehmen wir mal an, eine Lampe soll angeschaltet werden. Also haben wir hier ein Smart Home Gerät, eine Lampe, meine Ambiente Lampe hier im Keller und zusätzlich soll Alexa noch sagen, zum Beispiel Hallo, schön, dass du da bist. Z-
Zum Schluss dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr mehrere Echos habt, müsst ihr euch hier unten noch das Gerät auswählen. Ich nehme hier den Echo im Keller, könnt die Routine speichern und schon sind wir hier bei Alexa fertig. Als nächstes geht es zu ifttt.com. Ich zeige euch das mal hier am PC, weil das übersichtlicher ist. Ihr könnt aber natürlich auch die ifttt-App laden und das am Handy machen, funktioniert genauso. Also zuerst einloggen oder registrieren und danach kommt ihr auf diese Seite hier, wo ihr ganz einfach durch Drücken auf das Plus-Symbol ein neues Applet anlegen könnt. Wie gesagt, ihr habt 3 kostenlos zur Verfügung. Ich habe jetzt hier schon eins angelegt, also noch 2. Okay, gehen wir mal hier auf Create, also auf das Pluszeichen. Und danach können wir mit IfSys die Bedingung anlegen. In unserem Fall wäre das ein Webhook, also die Bedingung, unter der die letztendlich die Alexa-Routine ausgeführt wird. Also IfSys, dann hier oben Webhook eingeben, einmal draufklicken und hier haben wir sowieso nur ein Feld zur Auswahl, das wir wählen können. Wenn ihr jetzt hier drauf geht und ihr habt noch nie mit Webhooks gearbeitet, kann es sein, dass hier oben ein kleines Feld aufgeht, wo ihr euch registrieren müsst und damit die Erlaubnis gebt, dass Webhooks mit eurem IFTTT-Account zusammenarbeiten darf. Das erscheint nur einmalig, deswegen kommt es jetzt auch bei mir hier nicht, bei euch eventuell. Wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr hier auf diese Seite und dann müsst ihr eigentlich nur einen Namen angeben für den Event oder für, also im Prinzip für den Befehl, der letztlich ausgeführt werden soll. Am besten ihr nehmt irgendwas, was die Funktion beschreibt, damit ihr dann immer seht, was wofür ist. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal anwesend. Na, können wir hier blöd sehen. So sieht es richtig aus. So, dann bestätigen wir das mit Create Trigger. Dann sind wir im Prinzip auf der Bedingungsseite schon fertig und gehen dann über Send Set zu dem, was ausgeführt werden soll. Und zwar suchen wir den Dienst Make Sense. Das schreibt sich so hier. Alexa Actions by Make Sense ist quasi die gleiche Firma, wenn ihr darauf geachtet habt, die den Alexa Skill, den wir vorhin eingebunden haben, auch hergestellt hat. So, jetzt klickt ihr hier drauf, haben wir wieder nur ein Feld zur Auswahl. Wiederum kann es sein, dass ihr euch da anmelden müsst mit eurem Amazon-Account. Wie gesagt, bei mir jetzt nicht mehr, weil ich es schon gemacht habe. Und wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr automatisch, dass ihr diese 3 Trigger, die wir vorhin in der Alexa-App mit dem Skill angelegt haben, beziehungsweise die automatisch angelegt wurden, die haben wir jetzt hier zur Verfügung als Action auf der Ausführungsseite sozusagen. Wir haben ja für unsere Routine den Trigger 1 gewählt, das heißt, wir wählen den jetzt hier auch, klicken auf Create Action und dann sind wir im Prinzip hier schon fertig, können auf Continue klicken und haben hier oben zum Schluss noch die Möglichkeit, dem Ganzen einen Namen zu geben. Ich nenne es jetzt einfach mal BTS, also Bluetooth Scanner 1, damit ich, also ist im Prinzip nur der Titel, der hat nichts zu sagen, nur dass ihr das zuordnen könnt und könnt das dann hier mit Finish bestätigen, ist im Prinzip schon fertig. Als letzten Schritt müssen wir noch eine Sache machen und zwar müssen wir den eben angelegten Webhook kopieren, um ihn später beim Bluetooth Scanner einfügen zu können. Das geht wie folgt, ihr geht hier auf dieses Symbol, auf das Symbol von Webhooks, klickt da einmal drauf. Dann geht ihr hier oben auf Documentation und hier oben, was in der ersten Zeile steht, das braucht ihr. Und zwar müsst ihr das, was in der geschweiften Klammer steht, hier das Event, müsst ihr ersetzen durch den Namen von eurem Event. Also in meinem Fall war das anwesend. Müsst ihr aber auch auf die richtige Schreibweise achten, ne? So, und wenn ihr das habt, könnt ihr euch hier die komplette erste Zeile kopieren und seid damit schon fertig. Zum Schluss müssen wir nichts weiter tun, als den eben kopierten Webhook bei der Konfiguration unseres Bluetooth-Scanners einzutragen. Dazu öffnen wir die Konfigurationsseite, indem wir hier oben die IP-Adresse unseres Scanners eingeben. In meinem Fall ist das diese hier und dann gehen wir unten auf den Link Go to Configuration Page. Ich gehe übrigens mal davon aus, dass der Scanner bereits konfiguriert wurde, also dass er in euer WLAN eingebunden ist und hier die Bluetooth-MAC-Adresse eines oder mehrerer Handys schon drinstehen. Wie gesagt, ich habe das alles
im letzten Video schon gezeigt und ich stelle euch die Anleitung dazu auch nochmal in die Beschreibung. Also er muss in eurem WLAN sein, sonst könnt ihr ihn natürlich nicht über die IP-Adresse aufrufen. Wenn dem so ist, dann habt ihr hier 15 Felder frei und in eines dieser 15 Felder, egal welches, kopiert ihr ganz einfach den Link rein, den wir uns eben aus IFTTT kopiert haben. Das sieht dann so hier aus. Und jetzt sind zwei Dinge wichtig, die ihr beachten müsst. Nummer eins, ihr müsst hier vorne bei HTTPS unbedingt das S wegmachen. Es funktioniert also nur mit HTTP. Das zweite, was wichtig ist, ihr müsst euch überlegen, soll die Alexa-Routine ausgeführt werden, sobald der Scanner euch erkennt oder sobald er euch nicht mehr erkennt. Also übersetzt, sobald ihr in die Wohnung kommt oder sobald ihr sie verlasst oder sobald ihr vor der Garage steht oder aus der Garage kommt. Wenn ihr beim Erkennen die Routine schalten wollt, dann müsst ihr hier vorne ein großes S davor schreiben. Und wenn ihr es beim Verlassen machen wollt, also wenn ihr nicht mehr in der Bluetooth-Reichweite seid, dann ist es hier vorne ein großes R. Je nachdem schaltet die Routine. Ich mache bei mir ein S, weil ich möchte ja erkannt werden, wenn ich in Bluetooth-Reichweite bin. Und dann brauchen wir das Ganze hier unten nur noch abzuspeichern und dann können wir das Ganze auch schon testen. So, jetzt testen wir mal. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Funktion das erste Mal testet, dann schaltet vorher 2 Minuten Bluetooth an eurem Handy aus, damit der Scanner einen sauberen Anfangsstand hat. Wenn ich nach Hause komme, wird das Handy erkannt. Ich simuliere das hier, indem ich einfach Bluetooth anschalte. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, weil der Scanner natürlich erstmal arbeiten muss und sucht, ob Handys in seiner Reichweite erkannt werden. Hallo, schön, dass du da bist. Funktioniert nach kurzer Zeit. Wie ihr seht, wenn ihr das jetzt nicht mit dem Scanner machen würde, sondern mit einem anderen Smart Home Gerät wie einer Lampe, wird das natürlich auch direkt schalten, ohne Verzögerung. Außerdem könnte ich jetzt natürlich noch einen zweiten Webhook anlegen mit einem R davor statt einem S, der dann das Ganze wieder ausschaltet, sobald ich die Wohnung verlasse, also Licht aus und Alexa sagt, schön, dass du da warst oder sowas. Oder um mal was Sinnvolles zu nennen, zum Beispiel, wenn ich vor der Garage stehe, geht die Garage auf. Wenn ich sie wieder verlasse, wird dann über den entsprechenden Befehl die Garage wieder geschlossen. Will ich jetzt nicht machen, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, aber das Prinzip sollte klar sein. Wie ihr gesehen habt, das funktioniert ganz gut. Das einzige Problem, was ich im praktischen Betrieb hatte, war den Bluetooth-Scanner hier genau so in der Wohnung zu positionieren, dass er mich dann erkennt, wenn ich die Wohnung betrete. Bisschen vorher wäre jetzt auch nicht schlimm, aber niemand möchte erstmal 10 Sekunden an der Wohnungstür warten, bis das Licht angeht. Ne? Da müsst ihr also ein bisschen experimentieren, wo ihr das Gerät genau aufstellt. Und nochmal, das, was ich euch jetzt eben gezeigt habe, war natürlich nur ein Beispiel. Ihr könnt das mit jedem anderen Smart Home Gerät auch machen, was HTTP-Requests senden kann oder das bereits bei IFTTT integriert ist, zum Beispiel die Philips Hue-Lampen. Und ihr könnt das nicht nur mit Geräten selbst machen, sondern ihr könnt auch Alexa-Routinen starten, wenn ihr zum Beispiel mit dem Handy an einem bestimmten Ort seid, in eurem Google-Kalender was eintragt, bei Facebook auf einem Foto markiert wird und so weiter. Also 1 Million Möglichkeiten. Alles nach dem gleichen Prinzip. Die Bezugsquellen für den Scanner inklusive dem 10 € Gutscheincode und die Links zu den Shelly Shops stelle ich euch wie immer in die Beschreibung. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ab und zu mal was darüber bestellt und natürlich auch, wenn ihr ein Abo da lasst. Das war's für heute. Danke und bis bald.